Hallo, heute soll es um die Frage gehen, wie kann ich in einem abstrakten Bild Formen erfinden, so etwa wie hier in diesem Bild. Und ich zeige euch einen Trick, der das ganz leicht macht. Diesen Keilrahmen habe ich mit einer dunklen Farbe grundiert. Und nun habe ich mir ein paar Packpapierstücke gesucht. Ihr könnt auch Zeitungspapier nehmen. Und aus diesen reiße ich jetzt einfach Formen aus. Hier seht ihr nochmal den Keilrahmen. Der ist in der Größe 30x40 und die Ränder habe ich auch mitgrundiert. Und ich brauche einen Pastellstift oder ein Stück Kreide, um gleich diese ausgerissenen Formen zu umzeichnen. Ich beginne einfach mit einer Form, die ich einfach ohne viel zu überlegen herausreiße. Vielleicht ein bisschen inspiriert durch die Collagen von Matisse. Ihr kennt sie vielleicht. Und ich reiße direkt mehrere Formen aus, die ich dann später verwenden werde. Mit diesem großen Stück beginne ich eine Form, die später im Hintergrund sein soll, zu zeichnen. Und ihr seht, ich folge einfach diesen ausgerissenen Umrissen. Dann mische ich mir eine Farbe relativ dünn an und trage zunächst einmal diese wirklich in einer nicht zu dicken Schicht auf, denn sie soll schnell trocknen, damit ich gleich die zweite Form darüber zeichnen kann und auch diese wieder ausfüllen. Wenn ich auf diesem dunklen Untergrund arbeite und eine Farbe nutze, die transparent ist, mische ich ihr immer etwas Weiß hinzu. Ihr könnt da Mischweiß nehmen. Ich habe hier Titanweiß genommen, dann wird es etwas pastellfarbiger. Nur so bekommt ihr eine etwas leuchtendere Farbe. Nach dem Trocknen wird das Ganze wieder etwas dunkler und durchsichtiger werden. Aber das macht nichts, weil die Farbabstimmung werde ich erst zum Schluss vornehmen. Jetzt in diesem Schritt werde ich einfach die Formen, die ich ausgerissen habe, übereinander legen.
Hier merke ich, dass ich mit der ausgerissenen Form einfach nicht das Richtige finde und ich zeichne mir einfach so meine Form hinein. Und diese überlappt jetzt nicht die anderen, sondern das ist eine Form, die darunter liegt. Das heißt, ich ummale die schon vorhandenen Formen. Jetzt wird es Zeit, sich an die Hintergrundfarbe zu wagen, denn sie soll nicht schwarz bleiben. Ich habe ein dunkles Grün ausgesucht. Naja, das ist mir noch etwas zu dunkel. Ich habe es noch etwas aufgehellt und ummale jetzt den Formenkomplex mit diesem grünen Hintergrund. Hier seht ihr schon, ich lasse ein bisschen von dem Schwarz stehen, damit ich einen großen Kontrast im Bild habe. So, dies ist mein erstes Zwischenergebnis. Die Farben sind noch nicht sehr deckend, aber es hat doch schon eine gewisse Spannung. Nun sieht man die Pinselstriche sehr. Ich werde das im Folgenden etwas verändern. Ich werde die Farben noch etwas verändern und aufeinander abstimmen. Jetzt. Ich intensiviere jetzt die Farben, indem ich nochmal die gleiche Farbe, die ja mit etwas Weiß vermischt ist, auftrage. Dadurch wird sie deckender und strahlt mehr. Das mache ich bei allen Formen und da, wo es nötig ist für mich, verändere ich auch die Farbe noch ein bisschen. Das Grün des Hintergrunds hat mir jetzt im Endeffekt nicht mehr so gut gefallen. Ich möchte alles doch eher in ein Blau tönen. Und so habe ich ein etwas gedämpftes Blau gemischt, mit etwas Schwarz gedämpft und mit Weiß wieder etwas aufgehellt. Und dieses füge ich jetzt in den Hintergrund, um eine Farbharmonie zu bekommen, die mir zusagt.
Vielleicht könnt ihr ja mit meinem Tipp etwas anfangen, freie Formen aus Zeitungen oder Papier auszureißen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ihr schaut beim nächsten Video wieder rein. Bleibt gesund und kreativ. Tschüss!